Hi, hier ist Daniel von Motiviert Studier, dem Kanal, wo du nicht nur gute Noten kriegst, sondern auch dabei auch noch Freude hast. Und heute geht es um das Thema Lernpläne und vor allem zeige ich dir heute einen wirklich funktionierenden Lernplan, mit dem du lernen kannst, wenn du mehrere Klausuren ganz nah beieinander schreiben musst. Bevor ich euch zu meinem Lernplan was sagen kann, müssen wir erst darüber reden, was es direkt am Markt gibt. Ein befreundeter Blog von mir, der sonst echt richtig tolle Sachen macht, hat einen Lernplan veröffentlicht, wo ich ein bisschen traurig war. Das habe ich mir auch gesagt, aber leider hat er es nicht geändert. Wie sieht bei ihm ein Lernplan aus? Er sagt so, okay, vielleicht drei Fächer. Am Anfang lernst du für das erste Fach, dann vielleicht für das zweite Fach und dann für das dritte Fach. Und am Ende wiederholst du nochmal kurz vor den Klausuren das eine Fach, das andere Fach und natürlich auch das letzte Fach. Das Problem dabei ist, es wird nicht funktionieren. Warum? Es gibt etwas, das heißt Spaced Repetition Methode und das besagt, wie dein Gehirn funktioniert. Wenn du die Sachen komprimiert an einer Stelle dir zu Gemüte führst, wirst du es aber dann vergessen haben, weil dein Gehirn nicht merkt, dass es außerordentlich wichtige Informationen sind. Erst wenn du über gute Zeitabstände immer wieder dieselben Informationen verarbeitest und tiefer hineingehst, wirst du langfristig die Sachen behalten. Ihr kennt vielleicht die Lernkurve von Ebbinghaus. Die geht ja ihr habt am Anfang das Wissen und das Wissen geht sofort runter und wird dann irgendwann mit 5% oder so bei euch im Gedächtnis bleiben. Überlegt mal, ihr habt hier vorne was gelernt. 3 Tage lang für das erste Fach. Ihr habt das und auf einmal ist es weg und hier hinten macht ihr eine kurze Wiederholung. Es kommt vielleicht so hoch mit dem Wissen und geht dann wieder so runter und dann sollt ihr hier die Klausur schreiben. Das ganze Wissen, was ihr hier vorne angesammelt habt, ist über 2 Wochen hinweg abgetragen worden. Wir haben zwar ein großartiges Gehirn, was unglaublich leistungsfähig ist. Gleichzeitig ist es aber so, dass der Speicher nicht unbegrenzt ist. Und das heißt, dein Gehirn muss immer filtern, was wichtig war. Und wenn du Informationen nicht brauchst über längere Zeiträume, werden sie wieder gelöscht. Das heißt hier, bringt dieser Lernplan wirklich fast gar nichts. Und ich habe das am eigenen Leib erfahren. Während meines Studiums hatte ich eine ganz, ganz, ganz große Examensabschlussklausur, die aus vielen Teilbereichen bestand. Ich habe 3 Monate am Stück gelernt. Ich fing an mit dem ersten Fach, habe es nach einer Woche gekonnt und habe gedacht, wow, das geht ja super schnell. Ich habe es 3 Wochen lang nicht angeguckt. Alles war weg. Und ich möchte nicht, dass ihr den gleichen Fehler macht. Ich möchte euch jetzt einen Lernplan zeigen, der besser funktioniert, der diese Ebbinghausche Lernkurve besser berücksichtigt, weil immer dann, wenn du was hier neu lernst, geht das wieder hoch und du behältst es aber ein Stück länger und dann geht es runter. Und dann wiederholst du wieder und dann bleibt es aber noch länger da und es geht hier runter. Dann steigst du wieder ein, es geht hoch und es bleibt noch länger da. Und irgendwann hast du es dir dann für ganz lange Zeiträume gemerkt. Wichtig ist nur, dass du am Anfang ganz viele Wiederholungen machst und später dann weniger. Um etwas wirklich sehr, sehr langfristig zu behalten, braucht man ca. 8 Wiederholungen. Wenn du gut mit Bildern, Struktur und die Sachen hinterfragst, damit arbeitest, dann wirst du natürlich schneller sein. Aber grundsätzlich brauchst du viele Wiederholungen am Anfang und dann immer größere Abstände zwischen den Wiederholungen, um es langfristig abzuspeichern. Und bitte macht nicht so einen Lernplan. Bevor wir zum Lernplan kommen, 2 Dinge vorweg. Erstens, du musst wissen, was auf dich zukommt und du musst das Fach schon vorher gegliedert haben. Das geht wunderbar mit unserem Prüfungssteckbrief. Hier in der Infobox oder unten in der Beschreibung verlinkt, wie du zum Video kommst und dann auch zu der PDF-Datei. Das zweite ist, du solltest berechnen, wie hoch der Aufwand pro Klausur ist. Und das kannst du mit unserem Lernaufwandsberechnungstool machen. Und das findest du auch hier in der Infobox oder unten in der Beschreibung. Und dann geht es auch schon los mit dem Lernplan. Wer meinen Lernplan in 4 Tagen zum Einserkandidaten kennt für eine Prüfung, der weiß schon, dass ich 4 Sessions am Tag favorisiere. Für mich ist von 8 bis 16 Uhr, das ist ein guter Tag. Es sind jeweils 2 Stunden. Wichtig dabei ist aber zu verstehen, dass davon mindestens 1/2 Stunde Pause ist. In jeder einzelnen Session. Wie ihr das aufteilt,
ist sehr individuell. Ich mag es, nach 45 Minuten eine kurze Pause zu machen von 5 Minuten und 25 Minuten am Ende. Andere hingegen mögen eine Pomodoro-Technik. 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause. 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause. 25 Minuten arbeiten und dann aber schon, ja, mindestens 20 Minuten Pause. Und dann kann man einen neuen Pomodoro-Zyklus anfangen. Wichtig für mich wirklich 90 Minuten. Das kennt ihr aus der Uni. Das kennen viele auch von Doppelstunden aus der Schule. Das ist der ideale Rahmen, um sich mit einem Thema zu beschäftigen. Und deshalb sage ich auch immer, eine Einheit bildet jeweils ein Fach. Viele denken, oh mein Gott, wie soll ich denn zwischen den Fächern dann wechseln? Aber das geht ganz einfach, wenn man am Anfang einer jeden Stunde sich überlegt, was weiß ich denn zu dem Fach schon? Das in deinem Gehirn machst du sozusagen die Verschaltung, die zu einem gewissen Fachbereich da sind, machst du sozusagen aktiv und du kannst dann neues Wissen hinzubauen. Deshalb ganz wichtig, die erste Frage an jeder Session, was weiß ich schon dazu? Nimm dir dafür 3-4 Minuten Zeit. Und dann kannst du wirklich zwischen den einzelnen Fächern wechseln und vor allem, wenn du hier jeweils eine halbe Stunde oder 20 Minuten zwischendrin Zeit hast. Das ist super effizient, weil, wie du gleich sehen wirst, es viel mehr Wiederholungen gibt. Nehmen wir an, du hast 5 Prüfungen, die du alle dann nach 3 Wochen oder so schreiben musst. Wie teilst du das dann auf? Und das ist eine ganz einfache Methode, die ich für dich habe, die du sofort anwenden kannst. Und das erste ist, wir nennen das jetzt Prüfung A bis E. A, B, C, D, E. Das sind die 5 ersten Lerneinheiten. Diese hast du dann genauso gegliedert und dann machst du einfach weiter mit A, B, C, D. E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Und das ist bei so einer Aufteilung, ihr merkt hier, Fach A wird dann sofort wiederholt oder angeschlossen, hier und hier. Und dann gibt es mal einen Tag Pause. Und so ist es genauso. B, 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 einen Tag Pause und dann gibt es B. Das ist ein guter Abstand. Hier so wird dir nicht langweilig werden. Wenn du dich tagelang nur mit einem Fach beschäftigst, kann es sein, dass dir ja irgendwann die Puste ausgeht. So hast du immer wieder Abwechslung. Du hast diesen Rhythmus schon in dir drin von der Uni. Warum sollst du ihn nicht weiter behalten? Das ist eine Gewohnheit, die du gesetzt hast. Und wenn du damit aktiv arbeitest, kannst du wirklich so 1:1 weitermachen. Und du bist wirklich dann 16 Uhr im Feierabend. Und das ist wirklich großartig, das so zu machen. Ganz, ganz einfach. Und dann kannst du jeweils sehen, dass du, wenn du C, C, dann gibst du mal einen Tag nichts, aber es gibt immer wieder Tage, wo du ein Fach nicht hast. Aber dadurch, dass du es so häufig machst, merkt dein Gehirn, das ist unglaublich wichtig. Verglichen zu dem, was wir vorher hatten, ein Tag oder eine Woche das erste Fach lernen, das zweite die nächste Woche und dann das dritte die nächste Woche, du wirst die Sache vergessen und sie werden überschrieben. Hier wird dein Gehirn so ein bisschen unter Stress gesetzt. Und jedes Mal, wenn es ein bisschen Stress gibt, oh, das sind Fakten, die kommen ganz oft, passt sich dein Gehirn an. Wir nennen das in der Neurowissenschaft Plastizität. Und das bedeutet, je mehr du dich mit einer Sache beschäftigst, sei es manuell wie Jonglieren oder dann mit verschiedenen komplexen Themen, desto mehr Ressourcen werden dazu bereitgestellt, damit du das verstehen kannst. Und das funktioniert wirklich dadurch, indem du sehr oft mit diesen Inhalten in Kontakt kommst. Wie sieht es nun aus, wenn die Prüfungen unterschiedlich wichtig sind? Das heißt, der Umfang unterscheidet sich, aber auch dahingehend, wie stark die Note in deine Endnote eingeht. Dann kann es sein, dass du zum Beispiel A, B, C, D, E machst und dann einmal ein A weglässt, B, C, D, E und dann erst wieder ein A machst. Dann hast du aber immer noch bei alle 2 Tage diesen Reiz. Das ist ganz wichtig, je nachdem, wie wichtig das ist. Wenn du diesen Plan aber durchziehen möchtest, kommst du irgendwann dahin, dass du Klausuren schreibst. Zum Beispiel nach 2 Wochen oder nach einer, manchmal schon, hoffentlich dann erst nach 3. Und dann kann es meinetwegen sein, du hast hier Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, hier ist die Klausur. Wie machst du das nun? Je nachdem, wie schwierig diese Klausur ist und wie umfangreich der Stoff ist, wirst du dann Tage dann vorher nur für diese Klausur verwenden. Hier beispielsweise wäre es A, Klausur A, 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 für diese 3, wenn es nicht so kompliziert ist. Wenn es eine richtig schwierige Klausur ist und du musst noch Sachen nachholen,
dann hier auch noch 2 Tage. Ne? 3 Tage kann es auch sein, dass du, wenn es richtig kompliziert wird, dass du nur für dieses Fach lernst. Damit dir aber die anderen Fächer nicht verloren gehen, solltest du morgens eine Wiederholung der anderen Fächer einplanen. Da musst du nicht A bis oder B bis E wiederholen, sondern du kannst dann 2 Fächer hier, 2 Fächer hier, dann das nochmal die ersten 2 Fächer, wie es dir gefällt. Und es ist nur wichtig, dass du in Kontakt damit bleibst, dass du eine Wiederholung hast. Manchmal sind die Sachen noch nicht so verankert. Und wenn du hier dann 3 oder sogar 4 Tage etwas nicht anschaust, ist es wieder weg. Von daher ganz wichtig, eine morgige Wiederholung. Und den Rest, je nach Schwierigkeit der Klausur, nach vorne hin ausdehnen und mehr Raum dafür schaffen. Hast du beispielsweise jeden Tag eine Klausur, dann kannst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass du morgens eine Wiederholung hast. Dann hast du die Klausur und kannst dann hier dann jeweils das nächste Fach anfangen. Ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, wie gesagt, musst du eine gute Vorbereitungszeit haben. Kommen wir jetzt zu etwas, was ganz viele immer von euch fragen, nämlich was ist denn, wenn ich gar nicht 3 Wochen am Stück Zeit habe, sondern schon während des Semesters lernen muss? Und da sehen Stundenpläne für Schüler natürlich sehr einfach aus, weil sie dann immer nur von 8 bis 14 Uhr haben und können danach lernen. Da kann man sich die Einheiten auch einteilen. Bei Studis ist es aber dramatisch, weil jeder Tag unterschiedlich aussieht. Es ist unglaublich schwer, Gewohnheiten aufzubauen. Man möchte dann natürlich sagen, okay, dann lerne ich halt hier eine Session, hier eine Session, hier, hier, vielleicht auch hier. Vielleicht kann ich noch eine hier drüber anlegen und hier sollte frei sein. Und dann haben wir aber gar nicht die Wiederholungsintervalle. Dann hätten wir ja jede Woche nur, wenn wir hier A, B, C, D, E und dann wieder A. Was machen wir da? Das ist kompliziert und da könnte man denken, oh, da komme ich gar nicht mehr mit. Das Spannende, was dabei aber ist, dass wir vergessen, dass das gar keine Zeitblöcke an sich sind, sondern dass das oftmals Vorlesungen sind. Und ganz wichtig ist, dass wir nicht vergessen, dass hier zwischen Zeitfenster sind. Auch hier, es gibt überall Zeitfenster dazwischen, in die wir einsteigen können. Das sind 1/2 Stunde. Und wenn wir hier mal beispielsweise das Fach A haben, sollten wir das Fach A auch hier schon eine Zusammenfassung in Form einer Mindmap machen. Und dann, wenn wir hier Fach B haben, können wir hier unten noch das Fach B schon mal üben. Das ist viel wichtiger. Wenn wir hier Fach C haben, wird hier C schon einmal geübt. Und ich weiß, das ist anstrengend manchmal. Nur, ihr könnt euch überlegen, entweder ihr macht es hier sofort oder ihr macht es 3 Tage später und dann braucht ihr den dreifachen Aufwand. So hingegen, wenn ihr hier wirklich nur 10 Minuten eurer kostbaren Zeit opfert, könnt ihr hier manchmal schon ganze Stunden sparen. Und dahingehend merkst du, ihr habt dann auf einmal viel mehr Wiederholungen. Und das Spannende, was ich machen würde, ist anstelle dann natürlich auch zu lernen und dann versuchen, die einzubringen, ist hier oben noch 1 Stunde mir zu nehmen. 1 Stunde am Morgen. Und da einfach zu wiederholen. Immer zu wiederholen und zu wiederholen und zu wiederholen. Und immer in guten Abständen, je nachdem, wenn ihr das gelernt habt, in den Vorlesungen, ihr habt es behandelt, ihr habt es hier einmal wiederholt, dann könnt ihr das vom Vortag hier oben schon einmal wiederholen. Und das jeweils auch wiederholen und das, was hier gekommen ist, dann am nächsten Morgen wiederholen. Dann habt ihr an einem Tag es 2-mal gehört, am nächsten Tag schon einmal und dann könnt ihr euch jeweils bis zur nächsten Session dann sozusagen retten und eure Erinnerung sozusagen mit rübernehmen. Man kann sich das vorstellen, als wenn man wie beim Eierlauf hat. Man hat einen Löffel und man hat ein Ei da drauf. Und irgendwie müsst ihr dieses Wissen, was im Gehirn ganz schnell abgebaut wird, wenn es nicht regelmäßig gebraucht wird, sozusagen irgendwie bis zur Ziellinie, also zur Klausur und hoffentlich nicht nur für die Klausur, sondern auch für dein ganzes Leben, es zu behalten. Und das ist wirklich ein Eierlauf. Und dann kann es sein, dass durch diese Wiederholung am Morgen, wirklich nur 1 Stunde oder 1/2 Stunde, was einfach eine Gewohnheit ist, die ihr aufbaut. Und wirklich nach ein paar Wochen läuft das wie von allein. Ihr steht einfach auf, ihr macht euch euren Kaffee, ihr geht an den Schreibtisch, zack, wiederholt, was ihr am Vortag gehabt habt. Dann kann es auch mal okay sein, wenn man dann einfach sagt, okay, diese Woche lasse ich 2 Lernsessions weg, weil ich hier oben einfach so unglaublich effizient bin.
Von daher denke ich, dieser Lernplan, damit werdet ihr mehr Erfolg haben, als am Anfang gar nichts zu machen oder dann jeweils immer nur so klausurweise hier eine Woche die erste Klausur, dann die zweite Woche die zweite Klausur und dann in der dritten Woche die dritte Klausur zu lernen und dann irgendwann hier die drei Klausuren zu schreiben und dann leider mit einer 5,0 durchzufallen. Von daher ist das System hier etwas, womit ihr nicht nur erfolgreich sein werdet, sondern auch durch diesen Boost und durch diese Effizienz ihr mehr Freude am Studieren haben werdet. Und das ist wirklich meine Mission. Mir geht es darum, dass ihr nicht nur am Ende gute Noten schreibt, sondern dabei auch noch Freude habt. Denn für mich persönlich ist ein 1er Abschluss und dabei total traurig zu sein und die Uni-Zeit zu hassen, das Schlimmste, was einem passieren kann. So, Ladies and Gentlemen, Schüler und Studenten, jetzt gibt es wieder 2 Bücher zu gewinnen. Nämlich für all diejenigen, die unter dieses Video kommentieren. Das soll als Dankeschön gelten, denn ich würde gerne wissen, ob ihr mit diesem Lernplan zurechtkommt. Habt ihr vielleicht euren eigenen Lernplan, den ihr gerne mit der Community teilen möchtet? Oder habt ihr noch Verbesserungsvorschläge? Und das Ganze hier, was ihr hier seht, gibt es auch wieder als Vorlage. Und die Vorlage könnt ihr euch natürlich gratis bei uns downloaden. Den Link dazu seht ihr wieder in der Beschreibung und dort könnt ihr direkt dann dahin kommen, wo ihr euch für unseren E-Mail-Newsletter eintragen könnt und dann bekommt ihr dann als Dankeschön hinterher natürlich den Link, um die ganzen Vorlagen downzuladen. Die Bücher gibt es, die besten Study-Hacks der Welt, einmal über das Panikhuhn und einmal natürlich über den inneren Schweinehund. Beide sind jeweils in den Büchern drin und wir haben jetzt auch noch ein neues. Und das heißt, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und dieses Buch ist ganz neu und das gibt es bisher nur als E-Book und auch bei uns im Downloads-Bereich herunterladbar, wenn ihr euch für unseren E-Mail-Newsletter anmeldet. Und von daher bleibt mir hier nichts weiter zu sagen als großartigen, mega bombastischen, fantastischen Erfolg, ganz viel Freude beim Lernen, denn das ist meine Mission. Ich möchte, dass ihr Freude beim Lernen habt und dass ihr nach dem Abitur oder nach der Schule nicht sagt, ich will nie wieder lernen, sondern jetzt fängt das Lernen erst richtig an. Nicht für eine Prüfung, sondern fürs Leben. Und das ist alles, was ich sagen will. Alles Gute und bis bald. Tschüss, ich bin Daniel.